Der Thomas, ein treuer Zuseher, hat mir einen Tipp gegeben. Auf Amazon kauft er schon wieder. Ja, ein Klon, ein Signal-Klon. Also so ähnlich wie das Signal von Letterman herum. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus der René Rossmann Werkstatt. Das ist da, wo wir unsere Universalhalter, Scheiden und andere Dinge herstellen im 3D-Druck. Und nicht aus Waldurlaub, aber wird auch bald wieder kommen. Aber zurück zum Thema. Der Thomas hat mir einen Link geschickt auf Amazon zu Beeberry. Nämlich einen Klon, wie er das geschrieben hat, zum Signal. Ich habe diese Marke schon einmal vorgestellt, oben beim i-Klicken. Und zwar den Wave-Nachbau von diesem Beeberry oder Beeberry oder wie auch immer. Ich gebe dir den Link auf Amazon, dort kannst du dann die Infos haben. Und das ist auch durchaus in Ordnung, dieses Wave. Ich meine, ich muss dazu sagen, das Original Wave ist mir natürlich lieber. Ist einfach auch vom Aufmachen her ist eine ganz andere Liga. Muss man einfach einmal so festhalten. Aber wenn du, ich glaube, das hat 30 Euro und das kostet halt 130 Euro, also einfach so vom Zusammenspiel. Gut. Aber jetzt wollen wir zu diesem Signal-Klon gehen. Was kann der? Also das Aufmachen ist wieder mal so, da, an der Stelle hakt das Ganze, an der Stelle hakt das Ganze. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich werde dann versuchen, noch ein bisschen Öl hineinzugeben, aber ich glaube nicht, dass das das eigentliche Problem ist. Gut, was ich cool finde, wie gesagt, ich habe jetzt noch keine wirklichen Infos, ist, dass man den Seitenschneider auswechseln kann. Habe leider auf Amazon keine Ersatzseitenschneider gefunden. Also es ist schön, dass ich es auswechseln kann, aber wenn halt dann wieder nur das eine reinpasst, ist blöd. Was wir jetzt prüfen könnten ist, passen denn die von so wie es ausschaut, das müsste ich jetzt wirklich ausprobieren, passen die vom Wave rein. Das müssten wir ausprobieren. Das werden wir am Messerkanal machen, wenn du den noch nicht kennst, den Messerkanal. Da geht es nur um Messer, 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 Messer. Gebe ich da auch unten im Beschreibungstext und im Kommentar, beziehungsweise hier oben beim i den Link. Gut, wie auch immer. Das werden wir ausprobieren, aber dann wäre es natürlich wieder cool, weil dann könnte ich das Ganze auswechseln. Gut. Nämlich, ich glaube, der Charge hat auch diese Seitenschneider. Also das gefällt mir alles einmal sehr, sehr gut. Das ist schon ein Vorteil. Es ist nämlich ein Pocket Clip mit dabei. Und das gibt es auch ich glaube beim Signal ist er auch dabei. Nein, beim Signal ist er auch dabei, ich nehme es zurück. Ich darf jetzt nicht mit dem Wave vergleichen, denn da ist es ein Aufpreis. Nein, und das Blöde ist, und das tut mir jetzt wirklich sehr leid, ich finde den Signal nicht. Wo ist der? Auf Waldurlaub.at und nicht hier in der Werkstatt. Das ist natürlich blöd, aber ich habe sowas Ähnliches, nämlich das MUT. Ich weiß, dass das wirklich nur so ungefähr was Ähnliches ist, aber komme ich noch dazu. Und da gibt es auch diesen Clip. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Signal das auch hat. Also das ist kein Vorteil. Entschuldigung. So. Ja, ich habe mich. Einhandöffner. Ich habe mit dem Tool noch gar nichts gemacht. Gut, rastet auch ein, ist ein bisschen schwergängig, also jetzt im Vergleich zu einem Leatherman-Tool, das ist butterweich, aber es geht. Auch der Liner rastet ganz gut ein, lässt sich dann auch wieder gut zumachen, also da gibt es nichts. Dann hier eine, kriegst mit einer Hand zumindest das ich hier habe, fast nicht auf. Ja, aber sei es drum, Pfeile schaut, also so eine Diamantpfeile, dann Säge ist nicht drauf, also auf dieser Seite, wie wir das jetzt zum Beispiel bei Search und Wave und so weiter haben, also das ist nicht dabei, aber bitte, Preisunterschied. Auch der ist mit Liner Lock gesichert, das funktioniert sehr gut. Dann eine Säge. Schaut vernünftig aus. Schaut wirklich vernünftig aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert, aber wir werden es ganz einfach, wenn ich dann wieder raus kann, im Bushcraft-Areal einmal testen. Aber sei es drum. Und dann hier die Schere. Geht auch schwer auf. Aha. Die ist so wie beim Searched. Ja, beim Großen. Ja, beim Search. Oder Surge. Weiß ich nicht, wie spricht man das richtig aus? Also ihr Englisch-Experten da draußen, helft mir. Geht auch ganz gut, wir werden es dann nachher gleich testen. Auch das rastet ein. Stöppert also der Liner, da kriegt man fast nicht runter. Warte mal kurz. Ja, es geht. So, Zange habe ich eh schon gezeigt, Spitzzange, das lässt sich alles ein bisschen schwierig öffnen, aber sei es drum. Dann haben wir hier, so wie man das beim, ich glaube, das ist sicher, das ist beim Signal auch so, da ist auch so ein Hammer mit dabei. Dann hier die Möglichkeit, einen Sechskant zuzumachen. Ja, ist in Ordnung. Dann ein Glasbrecher hat dieses Teil dabei. Okay, ich habe jetzt was, mir ist jetzt was passiert. Da, an der Stelle, da ist die Säge. Und ich habe da reingriffen und da stichst du dir in den Finger rein. Also das ist nicht sicher gemacht.
Da hätten sie zumachen müssen, die Pfeifen. Naja, gut, wie auch immer so. Auf jeden Fall Glasbrecher mit Handschuhen könnte man auch benutzen. Gut, alles schön. Was das Ding halt aushält, werden wir noch sehen. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's, und zwar, wie so beim Signal auch, ist da ein Feuerstahl mit dabei. Also ich persönlich, ich mag den Signal nicht. Warum? Weil er schaut mit Basteln ist. Sehe ich zumindest so. Ich weiß, wenn du einen Signal, einen Leatherman-Signal jetzt daheim hast und sagst, du bist voll gemein, das Pfeiferl ist so cool und sowieso und überhaupt, und du bist ungemein. Ich habe ja auch schon ein Review dazu gemacht und meine Meinung, ja, also da nimmt man einen richtigen Feuerstahl. Ja. Der kleine, das ist, also andersrum. So, der kleine Feuerstahl ist besser als nichts, wenn ich ihn denn rauskriege. Wie geht denn das überhaupt? Wie geht denn das da raus? Was muss ich da jetzt tun? So, muss ich da jetzt von innen drücken? Ich muss von innen irgendwas drücken. Hat man aber ein Holzstück oder irgendetwas. So, und dann, aha, kann man das rausnehmen. Okay, ja, das ist wirklich nur so ähnlich wie das Signal, weil da funktioniert das anders. Ich habe Pfeife. Ja, aber naja. Und dann ist hier ein Kunststoffschlauch drauf. Ist das gleich ein Zunder? Das könnte sein. Gut, ich habe hier eine Zange. Mit den Fingern herum. Wenn ich eine Zange habe. Pass auf, jetzt ziehen wir das da runter. Okay, ich habe ein Messer, ein Serrated Messer. Ich glaube, dass das beim Signal auch so ist. Was ich total AA finde für so ein Überlebensmesser, aber wer bin ich, um Leatherman, die mich nicht beliefern wollen, weil ich ein zu kleiner Eierbär bin. Also ich habe nichts, ist jetzt keine Vendetta gegen Leatherman, überhaupt nicht. Ja, ich habe nichts gegen Leatherman, ich mag die Tools sehr gern, aber trotzdem, wer bin ich, um denen zu erklären, wie das funktioniert. Also das hier, stinkert's Chinesenzeugs, ist so. Es ist manchmal, was du halt kriegst, wir kriegen ja auch einige Sachen aus China, manches ist wirklich voll cool und anderes, wenn du das nur anschaust, kriegst du, und der Geruch ist teilweise fürchterlich, aber gut, ja, wahrscheinlich ist das Zunder und hier ein Feuerstahl und ich bin mir sicher, dass der auch gut funktioniert, kann man gut vernünftig halten und schau. Das ist natürlich besser als nichts. Ich habe das da jetzt mit diesem Tool mit dabei. Ich würde mir halt irgendwas anderes wünschen, als den Feuerstahl da integriert, weil den kann ich ja... So, das war jetzt nicht geplant. Ich möchte euch das wirklich sagen, das war nicht geplant. Ich zeige jetzt unsere Wave-Scheide her. Da könnte ich nämlich den Feuerstahl, wir haben das auch mit einem Feuerzeug, es gibt es auch mit Feuerzeug oder nur allein oder mit Lampe oder ohne Lampe, alle Variationen. Dann nehme ich mal einen richtigen Feuerstahl mit, wenn ich sage, ich bin jetzt wandern und könnte irgendwo in eine Notsituation kommen, dann nehme ich das so mit, habe ich auch noch eine kleine Lampe dabei, wobei das halt wirklich nur eine kleine Lampe ist. Also fürs Wandern werde man die auch zu wenig. Aber du weißt, was ich meine. Nimm einen richtigen Feuerstahl mit. Das ist besser als nichts. Also muss ich auch sagen. Ich will jetzt nicht böse sein. Das ist besser als nichts und wenn du es geübt hast, wirst du es hinkriegen. Super Sache. Aber ja, das hier halt der ganze Teil mit Werkzeug, das man aber eigentlich sonst ganz gut brauchen könnte, für andere Dinge verlegt wird, das finde ich irgendwie schade. Finde ich schade. Aber auch das ist wurscht. So, gut. Also fürs Erste funktioniert es einmal. Ach, lass uns was schneiden. Ich weiß, ich bin immer so kritisch, aber ja. Ja, es schneidet was. Schau an. Hey, cool. Also, cool. Weißt du, dass mich das jetzt ärgert, dass ich kein Signal dabei habe? Das tut mir wirklich leid. Ich muss mich da entschuldigen. Ja? Aber ich nehme das MOT und das ist ziemlich ähnlich und auch vom Konzept her. Und schau mal her. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Stahlsorte das ist und ich weiß auch nicht, welche Stahlsorte das ist. Ich gebe da den Link zu all den Dingen. Schau dir das ganz einfach an. Auf den Produktbeschreibungen. Wie gesagt, wir haben ja Leatherman nicht. Das ist so. Aber ich träume immer davon, dass ich Leatherman verkaufen kann in meinem Shop, aber das passiert einfach nicht. Ja. Passiert nicht, ja gut, wie auch immer. Also schneidet und auch das ist wirklich brauchbar. Ja, das ist für den Preis echt brauchbar. Hätte ich jetzt mir nicht gedacht. Von der Feile her, also ich kann jetzt hier erinnern, nichts Vernünftiges, obwohl es unsere Werkstatt ist, aber es ist eine 3D-Druckwerkstatt. Ja. Mir fällt da jetzt nichts ein, was ich abfeilen könnte. Ja. Wir werden das draußen im Buschkraftareal auf Aldo Labadé probieren. Mal eine Axt zum Beispiel, ne? Mal ein bisschen nacharbeiten und so. Da werden wir das sehen. Nur eins kann ich gleich sagen. Also das ist, musst du mir jetzt vertrauen. Nein, du musst gar nicht, aber du kannst mir vertrauen oder wenn du magst, vertrau mir. Das ist schon ein qualitativer Unterschied. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit der Feile vom Wave, ja, das ist übrigens der Zweihand-Wave, gebe ich da auch den Link dazu für alle gesetzeskonformen
im 42A-Land, ja. Das war jetzt keine Spitze, weil manche auch immer sagen, ah, du gehst auf die Deutschen los. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nur, es ist so, es ist ja nicht meine Idee. Ich würde euch das alles erlauben. So wie in Österreich, aber es ist ja nicht meine Entscheidung. So. Die Diamant hier, die ist wirklich schön fein. Das hier ist deutlich gröber. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sehen kannst, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das Signal überhaupt eine Feile dabei hat. Und das hier, also das ist richtig, das ist aggressiv und das ist ein Schatz. Ja. Also das muss ich da schon sagen. Das merkt man, aber wir werden es mal testen und ich will jetzt nicht vorgreifen. Wo ich mal 100.000%ig sicher bin, sagt der Reini einfach so, da bin ich mal 100.000%ig sicher, ist, dass die Säge beißt. Ja. Also ich bin mir da sicher. Im Innenraum gibt es da auch noch das eine oder andere Werkzeug, wie zum Beispiel so einen kleinen. Also ich weiß nicht, was ist. Nein, das hat keine Funktion, aber das ist ein kleiner Schlitz, Schraubenzieher mit dabei. Dann hier dieser Entriegelungsmechanismus, der ist gestohlen vom Wave. Ich weiß nicht, ob die ein Patent oder einen Designschutz oder ähnliches haben, aber das müssen sie sich da ausmachen. Das ist jetzt nicht mein Thema. Und müssen sie sich mit Amazon ausmachen, weil dort gibt es das Teil ja auch zu kaufen. Aber ist so. Dosenöffner, dann dieser kleine Schlitz, großer Schlitz und das hier ist eine Ahle. Ja, die auch halbwegs scharf ist, also jetzt, ja, ist durchaus brauchbar. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich nichts, weil da der Feuerstahl eingesetzt ist und die Hammer-Funktionalität. Anpacken, jetzt hier so, anpacken, auch da muss ich da sagen, das ist alles cool. Ich habe da keine Druckstelle, weil es gibt ja manchmal so Tools und auch das erste Super-Tool von Leatherman, wenn du da zusammendrückst, dann schneidest du die Hände auf. Nein, also das ist auch gut. Das ist das Interessante. Also das Ding ist, wie schon das letzte Mal, dieses Bye-Bee-Berry, das ist gar nicht mal so schlecht. Also das ist wirklich nicht so schlecht. Und wenn du sagst, okay, du möchtest, du hast eingeschränkte Anforderungen, möchtest aber ein Tool dabei haben, dann ja, gar nicht mal so schlecht. Dann noch einmal die Schere. Ja, du, da habe ich auch schon Schlechteres gesehen, glaub's mal. Da habe ich schon einen Scheiß gesehen. Das wollte ich nicht sagen, ich meinte Scheibengeister gesehen. Nämlich, ich kann mich noch erinnern, das Beeberry Wave, diese Schere, die ist gar nichts. Aber die ist richtig brauchbar, ne? Das ist richtig. Also, da sind Funktionalitäten dabei, die der normale Signal ja gar nicht hat. Und ich glaube, da gehört auch diese Schere dazu, die ist eher vom Search abgeschaut. Und schau. Und auch so, und diese Feder hier, schau mal her, das federt auch schön, also das ist alles gut. Gut, das ist alles gut. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich werde von denen nicht bezahlt, das ist überhaupt nicht, mir sich die wurscht, ja. Aber du, das Ding ist gar nicht mal so schlecht, also für den Preis, zumindest das ich mir selbst bei Amazon gekauft habe, kann ich dir nur sagen, in Ordnung, absolut in Ordnung. Ja. Wir werden sie in den Langzeittest nehmen und wir werden sie im Buschkraftareal auf Altholapathé einmal so richtig ausprobieren und ein bisschen feilen und ein bisschen sägen und so. Aber diese Marke Beeberry, Byberry, wie auch immer, ja, die ist gar nicht einmal so übel. Ja, so, das war's jetzt. Wenn du einen Kommentar hast, kennst du diese Marke, hast du diesen Signalverschnitt und sowas und überhaupt, dann Dankeschön dafür. Gib da den Link in meinen Shop zu all unseren Produkten, die wir produzieren oder Messer, die wir haben und Scheiden und einfach das ganze Zeugs halt. Daumen nach oben, nach unten, Kommentar. Bis dann, dein René Rossmann. Ciao, ciao.